Hallo, hallo und willkommen zurück zu Minecraft und dem Vizebeast Modpack in dem Vizebeast Beyond Projekt. In der letzten Folge haben wir angefangen, meinen Umzug oder den Umzug meiner Solarfabrik vorzubereiten, und da werden wir in dieser Folge weitermachen. Lass mich mal kurz überlegen, was ich hier wollte. Ach ja, ich wollte meine Teleporter holen. Teleporter und Schutzschild sicherheitshalber, und wir werden da noch was anderes mitnehmen, was ich in der letzten Folge auch vergessen hatte. Und zwar habe ich ja schon mal ein bisschen in dem Draconic Evolution Mod rumgespielt und ich habe mir da was gebaut, und zwar diesen wunderschönen, oder das Wund, naja, wunderschön ist relativ, dieses Viven Set gebaut, welches ziemlich cool ist. Es absorbiert einiges an Fallschaden und es ignoriert Knockback von Gegnern, wenn sie dich beschießen oder so ein Quatsch, und es ist ziemlich cool. Ist eine ziemlich coole Rüstung. Ist, glaube ich, die erste Rüstung, die man in dem Draconic Evolution Mod baut, aber das werden wir zu einem anderen Zeitpunkt machen. So, was wollte ich jetzt noch? Achso, wir brauchen Chisels, das heißt, wir brauchen Holz und Eisen. Da haben wir Quarz, da haben wir ein bisschen Eisen. Ach, das ist alles Schrott. Okay, dann lass uns mal hier kurz runter. Okay, so, brauchten wir noch was? Ich glaube... Nee. Sollte eigentlich alles sein im Moment. So, Eisen. Arbeitet ihr auch schön? Jo, funktioniert wunderbar. Ach ja, hier könnt ihr dann gleich noch sehen, 98.000 Stacks Cobblestone. Also, ich habe da einen kleinen Vorrat für meinen Turm da. Ja. So, Railcraft Fabrik, die habt ihr ja schon gesehen. Dann werden wir mal kurz in mein Erzlager. Okay, hier haben wir ein bisschen Eisen. Ich denke mal, ein Stack sollte eigentlich reichen. Wir werden niemals so viel Chisels brauchen für den kleinen Raum, den wir da bauen. Aber damit ich da auch immer ein bisschen Eisen da oben habe, werden wir das mal machen. Und ich kann mich ja eigentlich zurück teleportieren, weil ich was anderes gar nicht brauche. So, dann können wir nämlich auch gleich noch wieder ein bisschen Holz von meiner Holzfarm mitnehmen. Weil wir ja, um einen Chisel zu bauen, auch noch Sticks brauchen. So. Achso, jetzt können wir auch gleich mal die Rüstung sehen mit Fallschaden ignorieren. Moment. Und dieses Bling-Sound da, das war quasi das Schild von dem... Oh, Lag. Hallo? War quasi das, das Schutzschild, das dann den Fallschaden absorbiert hat. Und man muss die Rüstung halt aufladen mit Strömlingen. Wenn es halt aufgebraucht ist. Und jetzt müssen wir hier wieder unsere... Oder jetzt muss ich hier meine Fabrik hier... meine Holzfabrik... Oh. Ein Moment. Ich muss hier wieder einige Barren abzweigen. Zack. Zack, zack. Bam, bam. Bam, bam, bam. Ich muss auch gerade mal... Ach, siehste, Holz wollten wir auch mitnehmen. Wie viel Holz haben wir denn da? 1000 Stacks, ha, geht, ne? Geht. Ja, ich war schon mal bei 1300 Stacks, aber dann habe ich hier den Baum hier gebaut. Den ich größtenteils auch manuell bauen musste, weil das Problem, was ich in der letzten Folge mit dem Builder's Wand gezeigt habe, hat hier extrem, ja, hat mich ganz schön zurückgeworfen, weil ich den Zauberstab benutzt habe und erst im Nachhinein gesehen habe, dass ich den halben Baum doppelt gemacht habe, was ich nicht wollte, und den ich dann manuell abbauen musste mit einer Axt. Das war dann ja ziemlich frustrierend, und das war dann auch der Grund, warum ich da jetzt nicht weiter gemacht habe. So, dann müssen wir uns jetzt da erstmal auch wieder hoch teleportieren. Babam. Und dann werden wir hier hoch. Moment, lass mich mal kurz überlegen. Wir müssen erstmal Chisels bauen. Chisels.
So, 54 ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Und ich sollte vielleicht auch gleich schon Kisten mit hochnehmen. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Oh, habe ich hier gar keine Kisten mehr. Ah, really? Reali. Gut, dann werden wir hier mal das Oakwood nehmen. Da ich keine Kisten aus Sakura Wood bauen möchte. Das ist ein bisschen nervig. Okay, dann bauen wir mal hier fix einen Satz Kisten. Oh, was ist denn da passiert? So. Verdammt, der Lag. Gut, an dem Lag bin ich gerade selbst schuld, weil ich meine Netherrack-Queries wieder angeworfen habe. Ich bräuchte eigentlich kein Netherrack-Query, aber es gibt da noch einen Erfolg, den ich machen möchte, und dafür braucht man leider. Ja, ich kann es ja mal kurz zeigen. Moment. Lass ich mal erstmal hier rausgehen. Da, 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 da. Oh shit, ich gehe in die falsche Richtung. Ja, ich brauche den komprimierten Netherrack, und zwar für den Achievements, und zwar für, ach ja, hier für den Erfolg hier brauche ich den, oh Gott, welches war das? Das Octet, ne, Octo? Lass uns mal kurz nachgucken. Compressed. Wir brauchen den Octuple war das. Octuple Compressed Netherrack. Und ich bin zurzeit dabei. Ich glaube, wir sind kurz davor, den fünften Septuple zu bauen. Das heißt, ich brauche dann nochmal vier Septuple, bevor wir dann den Octuple bekommen. Und wenn wir diesen einen Octuple haben, welches heißt, oder was quasi 43 Millionen komprimierte Netherracks sind, dann können wir diesen ein Oktupel Netherrack nehmen, den in den Ofen packen, und dann können wir da einen Netherstar draus machen. Für diesen gammeligen Erfolg da, den ich einfach haben möchte. Ja, es ist eigentlich total bescheuert, aber ich möchte das halt machen. Und anders kommt man an den Erfolg leider nicht ran. Es wäre zwar eine Möglichkeit, den Chef des Servers zu fragen, ob er mir so einen Block gibt, aber das wäre ja dann quasi Cheaten, und da bin ich kein Fan von. Deswegen habe ich das nicht gemacht, und wir werden, oder ich werde mich da jetzt halt so durchbeißen. Und da ist eine Spinne gespawnt, wie nervig. Und da ist ein Skelett gespawnt, wie nervig. Und da wurde ich gerade beschossen, wie ihr gerade hören konntet. Ah, fuck, ich sollte schlafen gehen. Hello! And goodbye. Okay, gehen wir mal fix schlafen. Jetzt muss ich ja wieder runter. Ich glaube, ich sollte auch. Oh, fuck. Ich sollte, glaube ich, auch das Bett mit runternehmen. Mit hochnehmen. Damit wir da nicht jedes Mal runter müssen, wenn ich schlafen muss. Das wäre natürlich auch eine super Vorbereitung gewesen, aber wie ihr sehen könnt, ich bin nicht vorbereitet. Du bist schlampig. Das tut mich very leid. Very, very leid indeed. Ah, wie schlecht. So. Okay, dann sind wir hier wieder. Kurzes Nickerchen machen. Du. Wieso ist da zweimal ähnliches Lied in der Liste? Oder ist es exakt das gleiche? Moment, lass mich das mal kurz nachgucken. Oh ne, das eine ist Cello mit Cello, und das andere ist Piano only. Okay. Trotzdem, das ist genug von dem einen Lied. Ach so, ja, die Playlist findet ihr wie immer in der Infobox. Und zwar ist das die Techno X Music to Minecraft 2 Playlist, welche da natürlich verlinkt ist in der Infobox. Und es ist übrigens royalty-free Music, also braucht ihr da keine Angst zu haben, dass, wenn ihr die auch benutzt, dass ihr da irgendwie einen Copyright-Strike oder einen DMCA-Takedown oder irgend so einen Bullshit bekommt.
Ja, es ist sehr cool von ihm, diese Musik bereit zu stellen. Bereit meine ich. Ach, wie schlecht, wie schlecht. So, jetzt habe ich hier eine Menge Scheiße noch im Inventar. Deswegen werden wir jetzt hier erstmal kurz ein paar Kisten aufstellen, die jetzt auch einfach nur mal so sporadisch, ist das ein Wort? Sporadisch aufgestellt werden. Wo ich jetzt hier erstmal den ganzen anderen Rotz, den wir nicht brauchen. Warte mal, dich brauchen wir. Dich brauchen wir. Glowstone brauchen wir eigentlich auch bloß den einen Stack, den wir schon da haben. Teleport, der Menschenschutz, den brauchen wir gerade nicht. Cobblestone brauchen wir gleich. So. Oh, ich hätte vielleicht ein Special Crafting Table hier oben auch bauen sollen. Damit wir auch nicht immer zu runterlaufen müssen, um was zu craften, größeres zu craften. Deswegen werden wir jetzt hier fix auch gleich nochmal eine Crafting Station bauen. Tinkers sei Dank. So, dann werden wir jetzt hier mal eben die Chisels, meine Nizzles bauen. Okay, die brauchen wir bloß so, glaube ich. Ja, so, wie machen wir das am dümmsten? Ach komm, wir machen hier Bäm, einen ganzen Sack voll. Und ploppen dann erstmal die Masse davon weg. Ich denke mal, 4 reichen für den Anfang. Obwohl, so viel werde ich nicht brauchen. Ich denke mal, 2 vielleicht. Ja. Okay, dann kannst du auch noch weg. Wir haben noch wieder ein bisschen Cobblestone aus der Ender Chest holen. Und dann werden wir mal wieder chiseln. Chisel, my Niesel. Dizzle, Rizzle. Chisel, Pizzle. Dizzle. Oh no 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 no, nicht den. Das war der falsche. Ja, ist das nicht spannend, mir zuzusehen, wie ich chisel? Ja. Ja, okay. Ich beeile mich ja schon. Ich Shift-klicke schon und mach keinen Drag and Drop, was ich ja auch machen könnte, aber na, ich bin zu faul dafür. Okay. Dann Zauberstab. Hallo. Okay. Gut, dann werden wir erstmal in die Richtung. Oh, hello. Wenn der da steht, kann ich da keinen Block hinlegen. Deswegen müssen wir den erstmal. Hallo, Mr. Creeper. Goodbye, Mr. Creeper. Okay. Nun können wir endlich den Hohlraum weitermachen. Flup. 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 Das einzige Doofe im Moment bei dem Hohlraum ist, dass da drin, glaube ich, Spinnen spawnen können, weil das ein Block ja, frei ist. Aber das soll uns erstmal nicht. Oh, fucking hell, ich habe mich verklickt. Ah, oh, shit. Ah, nun haben wir den Salat. Ah, fucking hell. Ah, oh, jetzt nur. Scheißen Dreck. Dann muss ich das hier erstmal wieder alles abbauen. So nervig, so nervig. Ach, Goddammit. Fehlfisch, Fehlfisch, Fehlfisch. Oh, jetzt müssen wir vorsichtig sein, dass ich da den Glowstone nicht wieder weg. Na, ein Glück habe ich nicht zur anderen Seite gebaut. Zuerst. Das wäre extrem. Habe ich da zwei nebeneinander gebaut? What the fuck? Ach so, das kann auch sein. Meine rechte Maus-Klaste? Meine rechte Maustaste klemmt manchmal. Und dann passiert sowas wie das hier, dass, wenn ich dann den Cursor noch nicht weiter bewegt habe, dass er dann gleich obendrauf noch ein Layer setzt. Aber ja, das liegt wie gesagt an meinem Trackball, beziehungsweise an der rechten Taste des Trackballs. Ist ein bisschen nervig, aber ja. Ich habe zurzeit halt keine Kohle mehr, neuen Trackball für 60 € zu kaufen, deswegen. Ja. Deswegen muss ich damit halt klarkommen. So ist das. So ist das. No moos, nix los. Okay. Aber ein Glück habe ich ja einen Hammer und wir können hier. Oh, buggy, buggy, laggy shit. Wir können hier alles schön in einem 3x3-Bereich abbauen, was das Ganze ja doch ein bisschen beschleunigt. So, ich lasse das jetzt erstmal.
Und mache jetzt hier am Rand weiter, damit wir da das zu Ende bauen können. Und ich mache das dann andermal korrigieren. Weil deswegen sind wir ja nicht hier, um zu sehen, wie ich meine Baufehler korrigiere, sondern wir sind hier, um den Umzug vorzubereiten. Okay, so, das sollte reichen. Ja, vielleicht sollten wir die da hinten auch noch anpicken, sicherheitshalber. Okay. So. Halt, da ist noch ein Block. Okay, dann müssen wir jetzt hier mal ein bisschen vorsichtiger sein. Okay. Vorsichtig. Okay. Gut oder nicht gut. So und so. Okay, jetzt ist das fertig. Und dann können wir jetzt die andere Seite auch noch flugs machen. Okay, da müssen wir jetzt hier auch erst die kurz nochmal abbauen, weil sonst macht da der Builder-Wand da auch noch wieder was doppelt. Und das wollen wir ja nicht. Ditte wollen wir nicht. So. Zack. Und ich weiß auch gar nicht, woran das liegt, weil ein Rechtsklick ist eigentlich die am wenigsten benutzte Maustaste bei mir. Also ich weiß nicht, warum da dieses Problem besteht. Eigentlich müsste... Oh nein, habe ich das jetzt schon... Ah, ich habe es schon wieder gemacht. Ah, diese verkackte Maustaste. Ich verstehe es nicht. Die rechte, wie gesagt, die rechte Maustaste benutze ich am wenigsten. Aber das ist die, die irgendwie klemmt. Und dann... Ach, scheißen Dreck hier. Ah. Jetzt habe ich wieder keine Steine mehr. Jetzt muss ich mal kurz ein bisschen was abbauen, damit ich genug habe, um den Boden zu Ende zu machen. Ah, ist das nervig. Ist das nervig. Gut, die Folge ist auch gleich vorbei. Dann kann ich da zwischen den Folgen das auch alles hier wieder korrigieren. Und ich glaube, ich sollte mein Redstone... Nicht Redstone, meine Nitarak Quarry abstellen. Für die nächste Folge, damit wir lagfrei bauen können. Wieso hat er das schon wieder gemacht? Verdammte Taste. Okay, wie viel haben wir? Ein Stack. Ich glaube, nee, das wird nicht reichen. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. So. Hep. So. Oh, da hinten ist noch. Da hinten ist er noch. Okay. Da liegen auch noch ein paar Steine rum, die wir aufgrund von Lag nicht bekommen haben. Sehr nervig. Na, was ich jetzt auch vielleicht machen könnte, machen wir das erstmal so. Ich werde das hier mal aufteilen, indem wir hier mal kurz so machen. Dum, 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 dum. So. Und dann hoffentlich nicht wieder alles doppelt machen. Ich versuche dann immer rechtzeitig noch wieder wegzu... Ah, diese Maustaste. Okay, wisst ihr was? Wir werden die Folge jetzt ein bisschen früher beenden und ich werde das off-Kamera machen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ich das hier fertig habe. Also, bis zum nächsten Mal.